Grüß euch. Heute haben wir ein trauriges und schwieriges Thema. Darum gibt es von mir jetzt einmal eine Triggerwarnung. Keine Sorge, bei uns geht es heute zwar um Waffen, aber es wird weder geschossen, nur geht es um irgendwelche Verletzungen oder ähnliches. Wir wollen einfach nur aufklären, was wirklich passiert ist bei dem tragischen Unfall, wo ein Polizist erschossen worden ist. So, es gibt im Internet regelmäßig Fake News, das wissen wir alle. In dem Zusammenhang, wenn es aber um Waffen geht und auch wenn es um die Polizei geht, wird so viel Blödsinn geschrieben, dass wir euch einfach sagen wollen, welche Meldungen, welche Behauptungen völliger Bullshit sind. Also, fangen wir es an. Ganz wichtig, wir haben da jetzt eine scharfe Waffe. Die Waffe ist natürlich auf mich registriert, das heißt, es ist alles legal, keine Sorge. Wir haben da zum Vergleich eine scharfe Patrone und eine Pufferpatrone. Das ist noch wichtig, weil auch zu derer gibt es immer wieder mal irgendwelche Meldungen, die nicht stimmen. Bei uns kommt halt nur die Pufferpatrone zum Einsatz. Die Pufferpatrone ist absolut ungefährlich. Die ist gedacht zum Üben und um den Schlagbolzen zu schonen, weil wenn man abdruckt bei der Pistole und es ist keine Munition drinnen, dann geht der Schlagbolzen ins Leere. Ne? Der stürzt einfach da quasi in die Luft und so kriegt er wieder einen echten Widerstand. Das ist der einzige technische Grund und eben zum Üben. So, fangen wir an mit den Behauptungen. Behauptung Nummer 1, es hieß, das Magazin, wenn es in der Waffe ist, immer geladen. Das ist ein Blödsinn. Ich kann, wie man gerade sieht, ein ungeladenes Magazin, also ein leeres Magazin, genauso in die Waffen meine ich da. Warum sollte ihr das nicht können? Man schießt sich ja auch leer. Also, Behauptung Nummer 1 ist schon mal klar, Blödsinn. Behauptung Nummer 2. Aus Sicherheitsgründen lege ich jetzt die scharfe Patrone auf Zeiten. Ich habe da mit Pufferpatronen gesagt, das ist völlig ungefährlich. Behauptung Nummer 2. Wenn kein Magazin in der Waffe ist, dann ist die Waffe ungefährlich. Achtung, völliger Blödsinn. Ich erkläre es euch. Wenn ich jetzt hergehe und das Magazin ausverdue, ist aber Patron heraus, soweit klar. Aber wenn ich die Waffe durchlade, dann ist jetzt die Patrone vom Magazin in die Kammer gewandert. Die Patrone ist weg. Die Behauptung lautet, wenn das Magazin weg ist, ist auch die Waffe ungefährlich. Wie gesagt, stimmt nicht, weil jetzt haben wir die Patrone in der Kammer und die Patrone, wenn die scharf war, konnte ich jetzt genauso abfeuern. Also, nächste Behauptung widerlegt. So, ich drücke jetzt ab. Jetzt ist die Kammer natürlich leer. Trotzdem, ich habe jetzt gewusst, die Patrone ist heraus. Ich habe gewusst, die Kammer ist leer. Und ihr habt gesehen, ich habe trotzdem in der sicheren Richtung gezielt, um jedes Risiko, so blöd es jetzt vielleicht klingt für euch, einfach auszuschließen. Damit ich mir es niemals falsch einübe. Von Anfang an und für immer, Sicherheit geht vor. So, nächste Behauptung. Die Glock, das ist nämlich die Polizeiwaffe, hat eine mechanische Sicherung. Ob es eine Walzensicherung oder wie auch immer, seitlich gibt es eine Sicherung. Das ist ein Blödsinn. Die Glock hat, die Glock 17 in dem Fall, hat keine seitliche Sicherung. Sie hat eine Abzugssicherung, eine spezielle, aber keine seitliche. Also nächste Behauptung widerlegt. Nächste Behauptung, die Glock hat überhaupt keine Sicherung. Wenn man abdruckt, schießt es halt. Ja, teilweise richtig, wenn man abdruckt, schießt es. Aber die Glock hat, und Karin, das muss jetzt bitte in einen höheren Zoom sagen. Ein bisschen zoomst einfach rein. Ich gehe so zu. Man sieht da, dass der Abzug geteilt ist. Das heißt, wenn ich außen drücke, ich lade es einmal durch, wie gesagt, die Waffe ist leer. Jetzt ist es gespannt. Jetzt kann ich abdrucken. Wenn ich seitlich ankomme, seitlich Druck, da kann ich machen, was ich will, da muss ich mit Gewalt arbeiten. Die Waffe wird nicht losgehen.
Wenn ich abdruck, muss ich auch in der Mitte die Zunge da erwischen. Die muss ich mitdrucken. Und sonst rührt sich gar nichts. Dazu kommt, ich muss den Abzugswiderstand überbrücken. Das heißt, ich muss fest genug drucken. Also, Sicherung ist keine vorhanden auf der Seite, aber versehentlich losgehen oder dass gar keine Abzugssicherung hat, das stimmt nicht. Nächste Behauptung. Die Waffe kann beim Fallen lassen, wenn man unvorsichtig ist oder wie auch immer, wenn man drauf hat, von allein losgehen. Sie ist wieder gespannt. Die geht nicht los. Die geht nicht los und sie wird nicht losgehen. Man darf sich natürlich auch auf das nie zu 100% verlassen. Aber in der Praxis kann ich euch sagen, ich schieße seit x Jahren mit allem Möglichen, was schießen kann. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Glock von allein losgeht. Aber bei den meisten anderen Waffen, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die sind ein bisschen empfindlicher, die gehen los und runterfallen oder so, manchmal zumindest. Bei der Glock 17 kann ich es zu 100% bestätigen, ist mir so ein Verhalten nie bekannt worden, habe ich nie erlebt, habe ich nie gehört. Wenn man jetzt natürlich da irgendwie herumspült bleibt, dann könnte sie theoretisch losgehen. Aber da sind wir schon weit weg von dem Szenario, weil es geht ja darum, dass sie der Schuss eventuell unabsichtlich gelöst haben könnte. So, also, auch das noch einmal ganz klar gesagt, durch blödes Hantieren oder, theoretisch kann sie den Schuss lösen, wenn ich da vorne herum tue, aber durch runterfallen, durch draufhauen, durch versehentlich irgendwas anderes machen, ein Unfall, wenn man niederfällt oder keine Ahnung was. Nein, da löst sich kein Schuss. Gut. Dann gibt es die Behauptung, so eine Waffe, ja, das kennt man doch, dass das eine scharfe Waffe ist. Dazu muss ich sagen, es gibt diese Waffen als Trainingswaffen. Die nennt man dann Rotwaffen, Blauwaffen, die heißen so, weil sie die Farbe haben. Die Waffen könnt ihr im Prinzip auch schon mal in Blau gesehen haben. Teile davon sind blau oder eben in Rot. Ja, wenn die gefarbt ist, dann erkennt man es natürlich als Trainingswaffen. Ich persönlich würde mich aber nie auf die Farbe verlassen. Es gibt nämlich scharfe Waffen auch in Rosa, in Camouflage, in Holzoptik, also schaut aus, wie wenn das ein Holzboden war. Es gibt mittlerweile alles. Also, wenn man eine Waffe hantiert, der verlässt sich nie auf die Farbe. Der wird immer, wenn er vernünftig ist, die Waffen selber kontrollieren. Selber in die Hand nehmen, die Waffen einmal kontrollieren, ist die Kamala. Wenn nein, ist es eine Übungsmunition. Dann muss ich natürlich auch fragen, warum ist da Munition drinnen, wenn es für ein bestimmtes Szenario, bei einer Übung zum Beispiel, gar nicht braucht. Darum, ja, es gibt Übungswaffen, ja, die sind anders färbig, es gibt aber scharfe Waffen in Farbig und es gibt auch Übungswaffen in der Optik. Dazu kommt, das hat mit dem jetzt weniger zu tun, aber ich möchte nur kurz erklären, dass so eine Waffe manchmal nur vorn am Lauf zu unterscheiden ist von einer Soft-Air. Also wenn ihr schon einmal eine Glock 17 Soft-Air, man nennt es auch Airsoft-Waffen, das sind die mit den Plastikkugeln, wenn ihr das aber schon mal gesehen habt, die neuen Modelle, die sind so realistisch. Ich kann euch sagen, wenn ihr gar mit der bedroht werdet, wenn ihr die bei einem schlechten Licht seht, oder aus einer Entfernung von einem halben Meter, könnt ihr es oft nicht mehr unterscheiden, wenn ihr nicht mitten in den Lauf reinschaut. Und wenn das unfreiwillig passiert, habt ihr wahrscheinlich andere Sorgen und Gedanken, als das schaut, wie der Lauf wirklich ausschaut. So, jetzt hätten wir mal so die grundlegenden Behauptungen widerlegt. Jetzt geht es darum, was ist passiert. Passiert ist, laut manchen Berichten, dass die Waffe von allein losgegangen ist, haben wir widerlegt. Dass eventuell versehentlich sie einen Schuss gelöst hat. Das ist für mich ja undenkbar. Nein, ist ja nicht passiert, das wissen wir mittlerweile. Aber auch das ist widerlegt. Dann wird manchmal behauptet, die Patrone
ist von allein losgegangen. So, dazu muss man wissen, Patronen bestehen aus mehreren Teilen. Grob gesagt, wir haben da die Hülse, wir haben vorne das Geschoss und wir haben hinten das Zündhütchen. Wenn die Patrone jetzt am Boden fällt und wenn sie sich mit Gewalt am Boden schmeißt, wird in den allermeisten Fällen genau gar nichts passieren. Wenn man jetzt einen starken Druck ausübt oder da hinten draufschlägt auf das Zündhütchen, das ist wie eine kleine Explosivladung, dann kann sie losgehen. Im Magazin drinnen kann das nicht passieren. Ich nehme jetzt wieder die Puffpatronen zur Hand. Wie gesagt, ich hantiere nur damals scharfe Patronen, wenn es sein muss und wenn das Ganze wirklich sicher ist. Zu Demonstrationszwecken werde ich keine scharfe Waffen und mit scharfer Munition hantieren, das tue ich nicht. Da jetzt irgendwie versehentlich draufhauen, ist das sehr schwierig. In der Waffe geht das nicht. Da ist nichts, was draufhauen kommt. Natürlich kann der Schlagbolzen draufhauen, das soll der ja auch beim Schießen. Aber im Magazin ist nichts. Da ist nichts drinnen, da kann nichts passieren. Also versehentlich, dass sich der Schuss löst, sprich die Patron von allein losgeht, ohne dass man einen Abzug drückt, ist ebenfalls ausgeschlossen oder sagen wir mal nahezu ausgeschlossen, wenn nicht von außen irgendeine Auswirkung nur eintritt. So, hätten wir das auch geklärt. Was ist jetzt wirklich passiert? Wir wissen natürlich auch noch nicht alles, wir haben nicht alle Fakten, aber es gibt schon einige Berichte und einige Wortmeldungen von der Polizei selber. Es schaut so aus, dass es eine Suchaktion gegeben hat und die Suchaktion war zum Glück erfolgreich. Danach ist man zurück und dann hat man halt anscheinend noch Zeit gehabt und hat gesagt, so machen wir Übungen, spontan angesetzte Übung. Jetzt dürfte der Übungsleiter, alles was ich jetzt sage, ist bitte entweder Hörensagen oder Aussage der Polizei. Ich kann es natürlich persönlich nicht bestätigen. Der Übungsleiter dürfte sämtliche scharfe Waffen einzogen haben, damit ihm nichts passiert. Hat aber seine eigene Waffen dabei vergessen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es das gibt, dass man vergisst, dass man eine scharfe Waffen trägt, aber bitte, möglich ist es, es soll keine Schuldzuweisung sein, ich sage einfach nur, was Fakt ist. So, jetzt hat der seine eigene scharfe Waffen scheinbar nicht umtauscht gegen eine Trainingswaffe und hat dann mit der Gruppe geübt, wie man sie in einer Gruppe fortbewegt auf der Suche nach einem Verdächtigen. Aus irgendeinem Grund hat der dann die Waffen gezogen, der Übungsleiter, und hat absichtlich, einen Schuss abgeben in Richtung des vorderen Polizisten, der so vor ihm gestanden ist und hat den dabei im Rücken getroffen, weil er gedacht hat, er hätte eine Übungswaffe in der Hand. Ja, dazu kann ich eh nichts mehr sagen, es ist eine Katastrophe für alle Beteiligten, weil der Übungsleiter wird sein Leben nicht mehr froh werden. Der Polizist ist tot, die Familie ist wahrscheinlich am Boden und das Ganze kannst du nur als unglaubliche Scheiße bezeichnen, anders geht es nicht. Das Problem ist jetzt, dass natürlich die einen sagen, ja, das war, und ich zitiere das bitte, Mord. Die anderen sagen, ja, der hat keine Strafe verdient, das ist natürlich einfach ein Unfall gewesen. Fakt ist, für mich, und das ist meine persönliche Meinung, hat der natürlich eine Strafe verdient, weil eine Waffe ist kein Spielzeug und ist halt verdammt nochmal gefährlicher als irgendein anderer Gegenstand. Das Ding ist potenziell tödlich, wie wir leider wissen, also muss ich ja zu jeder Zeit so umgehen. Das gilt auch für mich. Nur einmal, ich habe da meine Pufferpatronen, ich habe da die einzig scharfe Patronen und ich habe trotzdem Finger immer ausgestreckt, immer in der sichere Richtung die Waffen. Vor mir ist gar nichts, ja? Da kann nichts passieren. Trotzdem, obwohl ich weiß, dass sie leer ist, obwohl ich weiß, dass da nichts passieren kann, bin ich immer noch vorsichtig und werde immer vorsichtig sein. Und wenn wir eine Waffenkontrolle haben, sowas ist ganz normal, wenn man sowas hat, ist auch gut so, dann wird der Polizist meine Waffen nicht in die Hand kriegen, bevor es ich persönlich kontrolliert habe. Und das finden bis jetzt auch alle Polizisten sehr gut. Ich sage dem natürlich, ich gebe ihm noch gerne meine Waffen, aber vorher kontrolliere ich, dass sie wirklich leer ist. Ich gebe meine Waffen nicht scharf aus der Hand. So, bei einer Übung. Natürlich kommt bei einer Übung
waren die jetzt nicht gerade am Schierstand ist oder so, eine Übungswaffe zum Einsatz, damit erst gar nichts passieren kann. In dem Fall ist es halt so, die Waffen ist man mit der Zeit, und das muss man ja so sagen, gewohnt. Man hantiert mit der Waffe regelmäßig, man hat die in der Hand, man hat ein gewisses Gewicht, eine gewisse Handhabung, ein gewisses Feeling. Das ist genauso ein Werkzeug wie ein Hammer. Das ist nichts anderes, es ist ein Werkzeug, ein gefährliches Werkzeug, aber es ist ein Werkzeug. Und wenn ich mit einem Gegenstand tagtäglich hantiere, dann ist es leider eine Gefahr. Die meisten Fehler machen nicht die Anfänger. Die sind eher so, Waffe, ja, gefährlich und will nichts falsch machen und ja, schauen, dass nichts schief geht. Und mit der Zeit nimmst du das Ding einfach in die Hand und schießt halt am Schierstand. Und genau das darf ihm nicht passieren. Man muss immer den Respekt bewahren. Niemals Angst vor der Waffe haben, aber immer Respekt. Zu jeder Zeit. Bei jeder Handhabung. Ob ich jetzt zerlege, ob ich es putze, ob ich schieß, ob ich nachladen, immer Respekt vor der Waffe. Nur ist es halt leichter gesagt, jeder Mensch hat schon mal einen Fehler gemacht. Ob man versehentlich in den Straßenkram gefahren ist, da hat man auch nicht gesagt, ah, geh jetzt vorher mal schnell in den Straßenkram, sondern es ist halt einfach leider passiert. Ein Unfall, vielleicht hat man eine rote Ampel übersehen. Nicht absichtlich, man ist zugefahren und dann, oh verdammt, die ist ja rot. Solche Sachen passieren, sonst hätte man eh kein Problem mit Unfällen. Nur ist ein Unfall mit einer scharfen Waffe natürlich meistens viel gravierender, als wenn sich einen Finger schneidet oder mit dem Hammer auf den Finger hat. So, das ist Fakt. Mord ist es für mich natürlich keiner. Es ist ein trauriger Unfall. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich scheiße von vielen Leuten, dass sie irgendeinen Blödsinn verbreiten und irgendwelche Fake News verbreiten. Zum Teil selber, zum Teil aber auch nur, weil sie es verbreiten, weil sie gar nicht wissen, was Fakten sind. Und dann wird irgendeine schlechte Stimmung erzeugt. Ich bin selber ein gewisser Kritiker von der Polizei. Gewisse Dinge finde ich ganz schlecht in Österreich. Wir müssen aber auch froh sein, dass wir die Polizei haben. Wir müssen froh sein, dass wir Hilfe rufen können. Und wir müssen froh sein, dass es sehr, sehr viele vernünftige Polizisten gibt. Und man darf nicht vergessen, dass man im Vergleich zu dem, was passiert, ja sehr, sehr viele Stunden haben, wo Polizisten mit einer scharfen Waffe hantieren oder sie im Holster haben, wo gar nichts passiert. Das war beschissen für alle, ich sag's nur einmal. Aber natürlich darf man nicht vergessen, ja, trotzdem, meiner Meinung nach, es gehört eine Strafe her, aber wenn er schon gestraft ist, der Mensch, tauschen möchte keiner mit ihm, glaube ich auch ganz klar. Für mich ist es mir wichtig gewesen, dass ihr jetzt wisst, was sind die Fakten, was ist von diesen ganzen Meldungen realistisch oder nicht realistisch, was ist, soweit wir wissen, passiert. Das war es dann schon für heute. So, die Waffen wird wieder eingepackt, damit eben nichts passiert. Und ich sage euch jetzt danke fürs Zuschauen. Bis bald mit einem sicherlich erfreulicheren Thema als dem traurigen Unfall. Pfiat euch!